Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Es ist wieder Zeit für Produkte aus unserer Top 100 Selektion und Werkzeug kann man ja immer sehr, sehr gut gebrauchen, vor allem gut sortiertes Werkzeug. Aber was, wenn Sie unterwegs sind und Sie haben nicht das Passende zur Hand, weil alles irgendwie in der Schublade in Ihrer Werkstatt, in Ihrer Heimwerkstatt liegt, dann doch lieber mobil unterwegs sein mit einem schönen Werkzeugkoffer. Können Sie auch gerne mit im Auto transportieren und haben so alles immer griffbereit zur Hand, egal wo Sie unterwegs sind. Und da haben wir Ihnen zwei wunderbare Koffer mitgebracht. Wir starten mit diesem hier mal, ne? Ja, und zwar beide sind 50-teilig, aber grundlegend unterschiedlich. Deshalb habe ich auch beide schon mal hier aufgemacht. Wir sind beim ersten, der auch sehr praktisch ist, zeige ich Ihnen nachher mehr bei der Feinmechanik, hier bei der Grobmotorik. Ja. Also, fangen wir aber hier mit der Feinmotorik oder Feinmechanik an, weil hier haben wir wirklich ein umfangreiches Sortiment, was eigentlich alles abdeckt, was so wirklich im Alltag man einfallen könnte. Ja, wer ist von euch, wer hat als letztes Möbel aufgebaut? Ich. Du, ja, was, nein, hast du einen Schrank? Ja. War da Werkzeug dabei? Nein, ja, hier so ein kleines Imbus, so ein Imbus. Ein Imbus, genau. Hat der dir viel weiter geholfen? Nein. Darauf wollte ich hinaus. Also gerade das kleine Werkzeug ist ja schön, dass es dazulegen, aber das ist so wackelig. Hier haben wir Imbusschlüssel und zwar gleich zwei Sets in allen Größen. Also auch für solche Innensechskantschrauben kein Problem. Hier drüben sehen Sie es. Ja? Hier, die schwarzen sind übrigens spezial gehärtet nochmal für ganz harte Fälle. Dann sehen wir hier unten, das ist alles so unglaublich platzsparend gemacht. Hier Bits, Schlitz und Kreuzschlitz, die werden auf der anderen Seite dann weitergeführt durch Torx und Innensechskant. Und hier haben wir so einen Ratschenschlüssel, also nicht nur ein Schraubendreher, sondern hier kannst du ansetzen und auf- und zudrehen. So, dann haben wir, und da hatten wir schon eine nette Unterhaltung drüber, drei Libellen hier im Werkzeugkasten. Und jetzt wissen Rebecca und Merve auch, was eine Libelle ist, nämlich das hier in der Wasserwaage, das nennt man Libelle. Aber warum sind hier drei? Ganz einfach, dass ich senkrecht, waagrecht als auch Winkel ausmessen kann. Da ist die obere Schräge dabei. Also auch das können wir hiermit perfekt machen. Braucht man immer mal wieder. Man sollte ja auch schauen, dass einige Sachen gerade aufgebaut sind oder gerade festgeschraubt sind. Ganz egal. So, dann haben wir hier alle Zangen, die wir brauchen. Wir haben hier einen Seitenschneider, sagt man dazu, eine Spitzzange mit Kneifzange. Wir haben hier einen, ich habe früher das immer als Klauenhammer oder Zimmermannshammer kennengelernt, weil du damit nicht nur nageln kannst, sondern auch mal mit der Klaue hier eben Nägel rausziehen kannst. Wir haben schon mal Schrauben und Dübel, schon mal die Grundversorgung, muss man sich auch nicht drum kümmern. Das hier ist was ganz Interessantes. Viele kennen es, oder ich habe es kennengelernt als Engländer. Ja, manche sagen sogar Franzosen dazu. Es ist, glaube ich, ein Ringschlüssel, also wie immer Sie es nennen, es ist einfach für Schlossschrauben, die ich jetzt in jeder Größe machen kann. Und ich höre gerade von unserer Regie offiziell hochdeutsch einen Rollgabelschlüssel. Aber egal ob Engländer, Franzose oder Rollgabelschlüssel, er ist mit im Lieferumfang enthalten. Ein Maßband, übrigens wesentlich besser als ein Zollstab, weil du hier flexibler bist. Ja. Du kannst eben hier wirklich auch mal genau messen. Und zwar in Zoll und in Zentimeter. Beide Einheiten sind hier drauf. Und zwar, wir sehen das hier auch vorne, 3,5 Meter, auch ein Maßband oder ein Zollstockmeter, sagt man dazu. Das ist wirklich auch lang. Der hat nur 2 Meter normal. Genau, immer nur 2 Meter. Ja. Und wenn du dann mal einen 3-Meter-Schrank ausmessen willst, muss man das immer so blöd halten und dann weiterschieben. Und dann kommen oftmals Messdifferenzen zustande. So, und jetzt für die richtig feinmotorisch unterwegs haben wir hier noch Feinmechanikerwerkzeug für Brillen, für Batteriefächer, für Elektronik, ein Cuttermesser. Das kann man nie genug haben. Und wenn es nur das Päckchen ist, auf das man sich schon lange gefreut hat, dass man aufmachen muss. Und diese Klemmzange hier ist auch noch was ganz Besonderes für elektrisch motivierte Menschen, weil damit kannst du hier einmal Klemmen einmachen, also Kabelschuhe, aber du kannst auch abisolieren. Ja? Das ist ganz wichtig, wenn man ein bisschen was Elektrisches machen will. Also du siehst, vollumfänglich und platzsparend zusammenzulegen. Guck mal, schau mal dahin, wie groß der ist, super wenn schick. Ich ihn zumache.
super portabel, platzsparend, sodass Sie das auch einfach mobil mitführen können, beispielsweise im Auto. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind zum Umzug, ich sag mal, eingeladen, dürfen da helfen und haben im Kofferraum immer diesen Koffer parat und können so dann auch mal aushelfen, haben noch das Meterband, wenn es dann ins Möbelhaus gehen soll und Sie Dinge ausmessen müssen. Da ist das hier perfekt, weil Sie es ganz einfach platzsparend, zum Beispiel im Kofferraum, immer mitführen können. Die Bestellnummer ist die PV 8798 und die 569 für unser erstes Köfferchen. Aber ebenfalls 50 Teile umfassend diese Alternative hier. Ja, und hier sind wir sehr viel beim Schrauben. Gerade auf der rechten Seite, wir sehen hier verschiedene Nüsse, also Steckschlüssel, sagt man das so, und zwar in allen Größen. Und die können wir jetzt auf verschiedene Art und Weise benutzen. Ich nehme jetzt mal den größten, da ist es am deutlichsten. Und hier haben wir so eine Ratsche. Und schau mal, das passt genau hier drauf. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Schlossschrauben per Ratsche auf- oder auch zuzudrehen. Ja? Und zwar ganz einfach zu handhaben, schön übersichtlich in der Größe sortiert, Ratschenschlüssel. Aber wir haben dann hier auch die Möglichkeit, also das ist wieder das Gleiche, nur ein bisschen eine größere Nuss noch, guck mal, das auch mit eigener Kraft zu machen, das kann in vielen Fällen ein Vorteil sein, weil du hier eben auch drehen kannst und du kannst auch von beiden Seiten dann ansetzen. Auch das ist mit dabei. Also du siehst schon mal sehr umfangreich. Hier haben wir eine Verlängerung genau für diese Nüsse, die ich auch jederzeit aufsetzen kann. Und hier haben wir noch einen gewissen Steckschlüsselsatz, der ist auch interessant. Ja, das sind ein bisschen kleinere Nüsse. Und jetzt haben wir hier auch noch mal so einen, wo man wirklich mit der Hand greifen kann. Da macht man die Nuss nur drauf, ein bisschen Druck drauf geben, plupp, so. Und jetzt kannst du hier auch diese Nüsse schrauben. Mhm. Also du siehst hier, kann eigentlich jede Mutter oder jede Schlossschraube, die geschraubt werden soll, kannst du hier mit Schrauben zusätzlich, haben wir hier noch einen Hammer. Wir haben fürs Elektrische, da kommen wir nachher noch dazu, mit der, haben wir Kabelschuhe. Das ist auch ganz wichtig für kleine, gerade wenn man so 0,5 oder 1,0 Kabel flexibler hat. Da sind ja unzählige Drähte drin und die bekommst du zum Beispiel nicht richtig auf einen Kontakt verschraubt. Dann diese Klemmschuhe. Hier bleiben wir noch bei der Elektrik. Ein Phasenprüfer. Habt ihr sowas zu Hause, einen Phasenprüfer? Ja, einen. Also ganz wichtig, dass man wirklich mal kontrollieren kann, ist irgendwo Strom drauf. Und das kann man auch als Laie ganz ungefährlich machen. Ja, so, diese Seite haben wir, beziehungsweise eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen. Hier unten, haben wir noch ein paar Bits und jetzt kommen wir auf die andere Seite. Und jetzt kommen wir hier wieder beim Schrauben. Wir haben aber hier normale Schraubendreher, Schlitz und Kreuzschlitz als Däumlinge oder als große Fäustlinge, nicht Däumlinge, Entschuldigung. Dann haben wir hier Ring-Maulschlüssel, nennen sie sich, auch in verschiedenen Größen, auch für Fahrradreparatur, wenn du die Felgen machst oder so. Die sind oftmals mit gerade in diesen Größen genau richtig. Wir haben unten eine Rohrzange. Wir haben hier wieder eine Elektrikerzange mit der Abisoliermöglichkeit, mit der Klemmmöglichkeit. Jetzt sind wir wieder hier bei den Kabelschuhen auf der anderen Seite. Die kannst du hiermit dann festklemmen. Und das ist auch was ganz Interessantes. Das ist eine Klemmzange. Wenn du etwas klebst, und das musst du also erstmal, ja, viele machen das zum Beispiel auch mit Schraubzwingen, aber das hier ist wesentlich einfacher, man kann das in verschiedene Größen einstellen und das, was geklebt wird oder eben halten soll mit Holzleim oder ähnlichem, ja, das klemmst du zusammen, lässt es ein paar Stunden zusammengeklemmt und dann hält das bombensicher. Also du siehst auch hier ein unglaublich umfangreiches Sortiment und beide, behaupte ich jetzt mal, beide Werkzeugkoffer, die wir hatten, sie gehören zur Grundausstattung, die man hat. Jetzt muss man nur schauen, wo liegen meine Interessen? Hier mehr bei der Feinmotorik, was wir Ihnen gerade gezeigt haben. Hier doch mehr bei den Schlossschrauben, bei den Außenreparaturen. Vielleicht auch mal am Auto eine Kleinigkeit, logisch. Ja, was man heutzutage noch machen kann im Auto, weil da gibt es ja gar kein Bordwerkzeug mehr. Ja? Aber dann kann man das auch machen. Also Fahrradreparatur hier. Perfekt, ja, weil da gibt es ganz, ganz viele Mutternschrauben in verschiedenen Größen, je nachdem. Die Bremse hat eine 8er Mutter, dann ist unten an der Felge eine 13er und irgendwo ist noch eine 17er. Du hast hier eben alles, was du brauchst. Ja, und wir hatten letztens den Fall, als wir im Urlaub in Österreich waren, da war das Kennzeichen locker. Da fehlte eine Schraube, beziehungsweise war locker. Da hätte ich mich natürlich auch gefreut, wenn wir dieses Werkzeug direkt im Kofferraum gehabt hätten. Und fürs kleine Geld haben Sie direkt alles zusammen hier schön sortiert in dem Koffer. Nehmen Sie das jetzt einfach mit, dann haben Sie mal eine schöne Grundausstattung. Die Bestellnummer ist die PV 8799 und die 569. Hier sehen Sie mal nochmal den ganzen Umfang. Insgesamt 50 Teile sind das bei beiden Koffern gewesen. Hier haben Sie nochmal en Detail alles aufgeschlüsselt. Ja, so ein Werkzeugset ist sehr, sehr praktisch. Gerade auch, du sprichst mir ja immer so gerne
drauf an, ob ich den Telefonhandwerker bestelle, Ralf. Als Telefonhandwerker ist es aber auch toll, so eine Ausstattung immer im Auto mit dabei zu haben oder gerne auch zu Hause. Sie entscheiden das, aber der Vorteil ist hier, alles immer griffbereit im praktischen Koffer.